auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Hallo und herzlich willkommen hier im VIP-Raum zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Spielberg gegen den EV Ravensburg. Gruß auch draußen am Club, im Clubheim, wo man die Pressekonferenz verfolgen kann. Zu meiner Rechten begrüße ich den Trainer des EV Ravensburg, Steffen Wohlfahrt, und unseren Trainer Tobias Winter. Steffen Wohlfahrt, der Auftakt nach Maß, nach zwei Niederlagen im Punktespiel, im Pokal, das war die richtige Antwort Ihrer Mannschaft, zumindest was die erste Halbzeit angeht. Ja, hallo erstmal. Im Endeffekt war es heute ein schwieriges Spiel für uns. Wir wussten, was uns erwartet. Ich glaube, es gab noch nie ein ganz normales Spiel in Spielberg. Es war immer irgendwas Verrücktes los. Heute leider wieder eine Situation, wo wir es 3-2 machen und der Schiedsrichter lieber eine rote Karte gibt für uns ein Tor. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Auch wenn es vielleicht nicht zu 100% verdient gewesen wäre in der Phase. Allgemein war es so, dass wir eine gute Reaktion gezeigt haben, früh 1-0 in Führung gegangen sind, früh 2-0 gemacht haben. Auch denke da viele Kontersituationen hatten, die wir besser zu Ende spielen müssen, dann können wir da eigentlich schon den Sack zumachen. Und so machen wir es dann kurz vor der Halbzeit, dass man die Spielberger wieder ins Spiel bringt. Durch dumme Dribblings vorne, blöde Ballverluste, wo wir dann den Konter laufen, wo wir dann auch Glück hatten, dass wir auf der Linie klären. Und ja, alles in allem ist 2-2 ausgegangen. Das ist ja vielleicht jetzt auch wieder ein Standardergebnis dann hier. Wenn das Spiel nicht abgebrochen wird, dann... es ist halt so, ja. Danke, Steffen Wohlfahrt, zunächst. Tobias, ein verdientes Punktgewinn. In der ersten halben Stunde sah es alles andere als danach aus. Unsere Mannschaft hat Probleme gehabt mit dem Pressing, mit dem Spielaufbau und mit der Chancenverwertung. Deswegen stand es zur Pause 0-2. Zunächst mal denke ich nicht, dass man Probleme mit dem Pressing hatte, weil Ravensburg hat sehr, sehr abwartend gespielt und wir haben halt einfach im Spielaufbau dann brutale Fehler gemacht, aber Probleme mit dem Pressing, also sind Sie mal nicht böse, habe ich da nicht gesehen. Es war einfach fahrlässig, wie man ihn da rausgespielt habe. Wir kriegen dann ein Tor, wo wir mit drin hängen individuell zum 0-1 und beim 0-2 bin ich der Meinung, müssen wir einfach das Ding ruhiger machen. Das ist ein Freistoß für uns, den führen wir völlig hektisch aus, verlieren den Ball. Und dann schaltet Ravensburg halt auch brutal gut um, das muss man schon sagen, dass es dann danach die ein oder andere Umschaltsituation für den Gegner gab, wo man dann sicherlich auch in der ein oder anderen Situation Glück habe, dass er eine falsche Entscheidung treffe, das ist unumstritten. Ich habe uns aber insgesamt im Spiel eigentlich sehr, sehr engagiert gesehen, schon zu dem Zeitpunkt, als wir in Rückstand geraten. Wir haben hier ein gutes Heimspiel gemacht, wir haben halt im entscheidenden Moment dann dumme Bälle gespielt, das kann man gar nicht anders sagen. Aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, das war nochmal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir haben hier gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft und 0-2 Rückstand aufgeholt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo es 2-2 steht, da können wir, ich will nicht sagen, wir müssen, aber da können wir in Führung gehen. Das ist schon umstritten und von daher aus meiner Sicht ein großes Kompliment. Das war ein sehr, sehr starker Gegner und wir haben hier ein sehr gutes Heimspiel abgeliefert. Danke, Tobias. Wie hast du denn die Szene gesehen mit dem Platzverweis von Philipp Langenstuhl? Ich glaube, die Situation ist ungünstig für alle Beteiligten. Der Linienrichter hebt die Fahne, Ravensburg macht in der Aktion dann ein Tor, das ist dann Wahnsinn eigentlich. Das ist brutal, das Tor wird dann zurückgenommen, aber faktisch, wenn der Spieler zu dem Zeitpunkt was sagt oder hebt draußen die Fahne, dann ist das vielleicht so, dass es dann nicht zählt, wie ich die Situation sehe, aber ich glaube, dass der die Fahne nicht hebt, ohne dass der Spieler was sagt. Okay, also das Tor zählte nicht und dann hat Stefan Wohlfahrt noch die entscheidende Szene selbst auf den Fuß gehabt. Also was sagt der Trainer zum Spieler Wohlfahrt? Dass er vielleicht mal beim Torschusstraining wieder mitmachen sollte. Ja, das muss ich machen. Wenn dann wahrscheinlich ein anderer Stürmer von uns oder ein anderer Spieler vergeben hätte, hätte ich ihn zur Sorge gemacht. Hätte die ganze Woche Torschusstraining machen dürfen. Aber ja, das ist schon schlimm genug, dass ich überhaupt auf dem Platz stehen muss. Ich möchte nicht rumjammern, aber wir haben vor dem Spiel schon geredet. Ich habe 7 Stammspieler, die verletzt sind.
beziehungsweise jetzt in der Vorbereitung gefehlt haben. Das ist dann natürlich eine schwierige Situation für uns, aber. Und zu der roten Karte möchte ich noch sagen, dann stelle ich mich jetzt jedes Mal neben den Linienrichter, beleidige und dann finde ich dann den Okay, alles klar. Vielen Dank, gute Heimfahrt, gute Heimreise, weiterhin viel Erfolg. Danke. Und Tobias, genauso Mittwoch geht es wieder rund gegen Villingen. Ja, da freuen wir uns. Mit der Leistung kann man aufbauen. Da müssen wir uns weiterentwickeln, das haben wir die letzten zwei Wochen getan. Ich habe uns hier auf Augenhöhe gesehen, im Großen und Ganzen. Wir haben in Freiberg sehr beherzt gespielt. Jetzt fahren wir nach Villingen und schauen, was möglich ist. Okay, viel Erfolg. Vielen Dank, das war die Pressekonferenz nach dem Spiel. Spielberg gegen Ravensburg, schönes Wochenende und tschüss, auf Wiedersehen. So. Spätestens in der Rückrunde. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de